So, hallo meine Freunde und willkommen zu einem wirklich absolut legendären Game. Dieses ursprüngliche Doom, eines der ersten Spiele, Ego-Shooter-Style-mäßig. Und jetzt der neueste Ableger, direkt zum Release, es ist 0 Uhr 24. Es ist gerade Release, hat die Daten überprüft, 38 GB hat aber dauert selbst mit SSD. Und jetzt kommen wir sich mal in die Story. Schau mal, ob da was Tolles kommt. Passt das Gamma an? Ja, das Gamma passt mal. Mein Doomslayer! Was? Serie 1 ist gestartet, weitere Infos? Okay. Spiel schließt heraus, war eine Blume. Tut den Slayer Skapper. Na, jetzt noch nicht. Slayer. Level 1. Was machst du? Freunde, keine Online-Favoritengruppe. Auch nicht ein Social-Ding. Battle Mode brauche ich nicht. Gehen wir auf Anpassen. Den Slayer anpassen. Und da habe ich mal noch nichts. Dann schauen wir mal, was sagt die Grafik in dem Spiel? Vollbild gibt es irgendwo ein allgemeines wie hoch-niedrig-Ding. GeForce Experience könnte es wahrscheinlich auch. Ah, hier. Das schaut eigentlich gut aus. Jo! Dann würde ich mal sagen, wir gehen die Kampagne an. Hey, geh weg, Kamera. Wie gesagt, wir werden die Kampagne auf jeden Fall durchspielen. Der Multiplayer in Doom, sag ich mal, der war für Hardcore-Fans war immer gut. Das war eher so ohne Story. Ab Quake 3 oder so, glaube ich, denke mal, Quake 3 Arena. Ab Quake 3 Arena war der Multiplayer-Shooter in die Richtung von den früheren legendären Enter Quake. Doom hatte immer ein bisschen Story. Ja, man erfahrt jetzt, dass es doch mehr war als erwartet. Habe ich auch nicht gewusst, dass es eigentlich schon eine große Story dahinter gibt. Naja. Und Anspielungen auf die Spiele von 19. Schlag mich tot, keine Ahnung. 92? Nö, oder? Oh ja, 95, kann sich ausgehen. Gut. Ich musste leider zur Anmerkung nehmen, ein paar andere Projekte pausieren. Ark frisst wesentlich zu viel Zeit. Wolzen macht gerade Moll. Vollgaslaune. Darwin Project kommt bald wieder. Overwatch dazwischen. Call of Duty Warzone ist nah, ist nicht meins. Es kommt mir irgendwie zu nahe an. Na, wie heißt denn gar? Players Unknown Battlegrounds. Das sind nicht meine Games. Somit kann ich es auch nicht irgendwie mit Leidenschaft und Liebe zocken. Wir bleiben bei dem, was wir können. Die, was jetzt kommen. Wolzen, Doom, Darwin Project, Overwatch. Und irgendwann, weil ich schon urheiß drauf bin, aber ich warte noch am Patch, Atlas. Das kann man sagen, hey, ist wie arg, aber ich finde das geil, weil es eine große Map ist, so zum Rumgurken. So, und jetzt ohne lang ausschweifen über meinen Kanal. Let's rock mit einem Spiel für Erwachsene. Eieiei. Too young to die. Das ist das Let's Get On. Ultra Brutal. Albtraum. Ultra Albtraum. Extra Leben-Modus. Warte mal. Was? Schnellreflexe im Kampf und die Erkundung der Levels sind der Schlüssel zum Erfolg in Doom Eternal. Wenn du über Reflexe verfügst und Spaß daran hast, Level nach Fortschrittsgegenständen abzusuchen, ist diese Schwierigkeit gerade genau das Richtige für dich. Investiere in deine Waffe und Fähigkeiten, um mit deinen Gegnern mithalten zu können, wenn du fortschreitest.
Dämonen greifen oft an und verursachen einigen Schaden. Während du einfach noch öfter mit niedrigen Gesundheitswerten auskommen musst und ins Gras beißt, dominierst du später den Kampf durch Beherrschung der nötigen Fähigkeiten. Los, gib's mir! Vollgas und willkommen zu Doom Eternal. Gegen alles Böse, das die Hölle ruft. Jeden Frevel, den die Menschheit hervorbringt. Gegen all dies entsenden wir nur dich. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Lasst uns beten, Brüder. Bete, dass er zu uns geht. Bitte, bitte, falls das jemand da draußen hört. Versuche, das Signal des Höllenpriesters zu erfassen. Die Invasoren haben fast 60% unseres Planeten verzehrt. Das Signal des Höllenpriesters ist erfasst. Das Ziel ist markiert, aber nur für eine kurze Zeit. Denn er ist es, den sie fürchten. Nicht die Menschen oder seine Armeen. Sie fürchten das Zeichen der Bestie. Okay. Welches braucht mein Doom? Ist so schön simpel. Theoretisch betrachtet braucht man hier nicht mal einen Sprint, weil der läuft ja eh schon wie Sau. Hier so eine Einleitung wäre halt cool. Ha! Da sind wir. Fügst du einem Dämon genug Schaden zu, wird er Venom beginnen zu flackern. Bist du in seiner Nähe, drücke E oder Maus 4, um mit einem Glory Kill zu erledigen. Glory Kills hinterlassen immer Gesundheit. Je weniger Gesundheit du hast, desto mehr Gesundheit hinterlassen die Dämonen. E, um Glory Kill auszuführen. Leck mich, ist das schnell von der Maus her. Aber wir werden das. Und wenn das nichts ändern, wir werden das so lassen.
Sorry. Der deppert das Niesen. So. Drücke C, um sofort Dämonen mit der Kettensäge zu töten, deine Munition wieder aufzufüllen. Die Kettensäge benötigt Treibstoff. Treibstoffpickers füllen die Kettensäge wieder auf. Eine Treibstoff 1 füllt sich langsam automatisch wieder auf. C ist das. Ja, saugeil. So, jetzt mal kurz mal. Bevor wir da jetzt irgendwas ganz super Tolles oder so machen, kann ich jetzt irgendwie. Ja. Zugänglichkeit, Bethesda, den Controller, Master-Satur. Bewegungen anpassen, Bewegung für Dämonen, Bewegung vom Slayer anpassen. So, hier! Glory Kill E ist ja okay, Kettensäge C. Ja, ich würde das gerne hier herlegen. So, so Glory Kill mit dem Market. Links steuern wir zur Werfer, Flammenspeier ist R. Werfer. Ja, das checkt man, wenn es soweit ist. So. Ich habe leider meine Stoppuhr vergessen. Ah! Okay, das kann ich bewegen, wenn ich da drauf schlage. Drücke leer, was hast du in der Luft zu springen? Ne, no, machen wir einen Doppeljump. Ja, einen Doublejump, schau mal. Eieiei, auch Doom wird mittlerweile komplexer, aber nicht so komplex, das ist wahrscheinlich nicht für uns recht. Das ist der Waffenmod-Auswahlbildschirm über den Modbot. Kannst du über eine Mod für eine verfügbare Waffe auswählen und dann freischalten. Mit Mods kannst du das Gameplay-Verhalten jeder Waffe verändern. Markiere eine Mod um eine vorherige Funktion für vorherige Funktion und schalte sie dann frei. Halte Mod-Zeiger gedrückt, um Kampf-Shotgun zu einem Granatwerfer zu verwandeln. Du musst 5 Haftbomben. Um meine Waffenmod zu benutzen, drückst du oder hältst du Maus 2 und dann Maus 1 zum Schießen. Lies dir die Modbeschreibung im Dossier durch, um mehr zu erfahren. Suche dir im Gegner weitere Modbots ab und weitere Fähigkeiten deiner Waffe. Und erweitere die Fähigkeiten deiner Waffe. Okay. Halte Maus 2 gedrückt, bis er gestanden war. Yeah. Sag mal, jetzt bin ich gerade überfordert. Und war das mit der Motorsäge? Ah ja, ist doch.
muss kurz was ändern. Ich habe da gerade ein Problem mit meiner Maustaste. Warte mal. Also nicht mit der Maustaste, sondern mit dem Hinklicken auf den Schaster. Ja. Waffenmod ist richtig Maustaste. Kettensäge. Ja, kann man das bitte auf... Hä? Das setzen? Den Werfer lassen mal. Ja, daher. Machen wir es nicht mehr. Nein, ich sterb schon. Ich sterb schon im Tutorial von Doom halt heute. Das gibt's ja nicht. So, aber jetzt. Mit dem Spiel muss man aber nicht wirklich nicht so zurückhalten. Jawohl! Ja, ist ja nicht so leicht. So, was sind da? Warum muss ich jetzt alle da einfach nur platt machen oder? Hallo? Verstehen? So, muss sagen, habe ich hier vom meisten alles. Live brauche ich auch nicht. Hm. Bin ein Schiff der Hölle. Aber wir haben die Krone richtet. Ja, ist das geil. Die dämonische Verzehrung der Erde wurde um 36,8% reduziert. Zwei Höllenpriester verbleiben. Man muss nicht mal nachladen. Betritt die Zitadelle. Gerne. Dann lassen wir uns jetzt mal da mal umschauen, ob da irgendwas Tolles wo ist. Könnte ja passieren.
Das habe ich schon, aber wenn ich Maus 2 gedrückt habe. Achso. Muss ich es trotzdem anlegen? Mods. Na, schalten wir uns einer vollautomatischen Waffe frei. Drücke F, um die Waffenmods zu wechseln. Das ist schon mal gut. Ah, kapiert. Toll. Ah, ich guck mal. Ich bin so labernd, wirklich. Aber mit Rechtsklick gedrückt halten ist das Ding. Die Zielmarkierung zeigt die aktuellen Ziele an. Du siehst sie über den Kompass und die Automat. Drücke Alt, um die Ziele in das Spiel anzeigen zu lassen. Ah. Ich bleib mal bei dem Rechtsklick-Teil. Okay, hab's so überlegt. Bleib bei dem. Okay, die Erde schmilzt gerade, warte. Ja, dummmäßig, Vollgas. Jawohl, das ist dumm. So gehört sich das, so macht Spaß. Das ist ein Ego-Shooter. Nicht sowas, Fortnite, quietschbuntes. So cool. Wir müssen darüber. Wie? Scheitere schon an der ersten Mission. Nein, scheitern tue ich jetzt nicht gerade mehr, aber. Okay. Das leuchtet nicht so grün da oben. Ich vermute mal, dass das. Ja, ist irgendwas Gutes. Einige Dämonen werfen Schwachpunkte auf, die bei einem Treffer zusätzlichen Schaden nehmen oder sogar deren Fähigkeit deaktivieren. Bei Schaden blitzen sie rot auf.
Der Arachnotron ist ein schwerer Feind, ein ferngriffig besitzter Dämon. Sein Geschütz ist ein Schwachpunkt, der zerstört werden kann, um seine Fernkampfangriffe zu deaktivieren. Im Codex kannst du mehr über Schwachpunkte Dämonen erfahren. Oder? So. Frage ist, wie weit gehen wir noch? Okay. Kurz nachgedacht, ich schätze mal beim nächsten Speicherpunkt passieren wir den, was den ersten Part mal. Ja, ich weiß, wo dein Schwachpunkt ist. Ach Gott, na. Und wirkt gerade irgendwie so, wie wenn ich einen Munitionsmangel in Doom hätte. Überlegung. Okay, mal sparen. Dachte mir nämlich gerade, wenn das so ein Ding kommt, sind alle Gegner auch weg. So. Hoppala. Drücke Q oder Maus 5, um schnell zu folgen Waffen zu wechseln. Halte Q oder Maus 5, um das Waffenrad zu aktivieren. Um aus all den Waffen zu wählen. Mit dem Mausrädchen geht's aber auch. Automap-Stationen. Findest du eine Automap-Station, werden alle noch nicht erkundeten Bereiche der Karte aufgedeckt. Du siehst diese über die Reiterkarte im Dossier-Type. Die Automap zeigt außerdem wertvolle Gegenstände in der Welt an. Rufe sie also regelmäßig auf, um zu sehen, was du entdeckt hast. Schon recht cool. Das habe ich nicht gehabt.
Kind der Verkehrszahl am anderen was rumzunge. Cool. Gut zu wissen. Jawohl, Bonus-Sponsor. Absolut geil. Man kann es eigentlich gar nicht mehr anders sagen will. Absolut geil. Oh hey! Das ist dumm. Schlag dich nieder. Kann der Typ eigentlich überhaupt ähnlich stark sein wie ich? Ich meine, ich bin der Doomslayer. Aber dass ich in Doom auf Munition achten muss, ist schon selten. Bam. Man muss ja eigentlich schon aufpassen, dass man das Martin nicht zu schnell umbringt. Das geht aber auf eine ziemlich hohe Distanz. Ich meine, praktisch, aber komisch. Ich bringe die alle mit Glory Kills um, aber ich habe trotzdem wenig Muni. Das Leer kann durch Drücken von E scharfkantige Wände hochklettern, klettere durch Drücken von WASD. Sieh dich um und springe auf deine Seite. Okay, machen wir. Woohoo!
sind denn eigentlich? Die bekämpfen sich gegenseitig und trotzdem mich auch. Ich bin eigentlich die dritte Partei. Hoppla, Puppi. Okay, die Motorsäge war die Mitte. Ich muss mal kurz weg. Ah, kommt der schon. Gibt der eigentlich irgendwann? Die Säuberung der Erde ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in ein strahlendes Leben. Ach Gott! Kann man die jetzt eigentlich mit dem Nahkampf töten? Oder irgendwie, egal wie oft ich drauf hau. So, was haben wir noch? Das ist Shotgun, Maschinengewehr, Präzisionsbolzen, halte im Zwei gedrückt, um meinen halbautomatischen Lader auszufahren, der mächtige Präzisionssalben abfeuert. Um einen Doppelrocket Launch mit Zielzug geschossen zu aktivieren, schau mal. Und der? Ja, ist beides geil eigentlich. Guck mal das. Ist egal, ich mag das mehr, wenn es Rocket Launcher. So, Splittergranate. Drücke linke Steuerung, links Steuerung oder Maustaste 4, um eine Granate abzufeuern, die explodiert, wenn sie auf dem Boden landet. Eigentlich landet die da auf dem Boden im Video und fällt dann nach hinten. Eher so bei Berührung. Die Explosion fügt allen Dämonen, die von der Explosion getroffen werden, Schaden zu und bringt sie ins Zaumeln. Kombiniere dies mit anderen Waffen. Splittergranate lehnt sich mit der Zeit wieder auf. Geht auch mit der rechten Maustaste, mit der Taste von der Maus. Oder der Chaodämon ist ein schwerer Dämon mit einem garstigen Biss im Nahkampf. Schieße eine Haftbombe und Splittergranate in seinen Maul, um ihn sofort benommen zu machen.
Codex Schwachpunkt Dämon. Mod wechseln, nachschauen. Nein! Ich vermute mal, da kann ich nicht hin. Ach so, ja. Das gibt's ja nicht. Weiter. Okay. Das ist gerade irgendwie lästig. Ja, mein Freund. An die letzten. Hallo! Okay, ich habe wirklich ein bisschen Munitionsmangel in dem Game. Aber
Was in einem Doom schon sehr komisch ist eigentlich. Danke. Okay. Scheiße. Ach so. Rügel dich bis sonst zum Sankt Nimmerlandstag, oder? Warte mal. Oh ja, cool. Das ist gut. Okay, okay. Glory Kills für Life. Glory Kills für Life, Motorsäge für Moni. Okay, langsam mache ich den Dreher raus. Sag mal. Fuck. Das wird die andere braucht. Gut. Lass mal. Für die erste Welt. Für den ersten Part. Das habe ich vermisst. Für den ersten Part reicht's. Im nächsten geht's weiter mit Doom Eternal. Dranbleiben. Abo. Glocke. Dann verpasst nichts. Bis dann und ciao.